Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom PUBG. Also PlayerUnknown Battlefront. Mit dabei ist unsere Lieblingsente, der Arti Dacke. Quack. Und unsere Lieblingsente Miss Beautiful Duck. Clever. Ja, ich weiß. Ja. Wann steigen wir denn heute aus? Ach dahin, ja. Da am Punkt. Quack, 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 quack. Wir bringen alle um. Tralala, lalalala. Quack, 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 quack. Wir bringen heute um. Tralala. Oh Gott, ich habe eine Sprung in der Schüssel. Das ist mir schon lang. Das stimmt. Ich bin schlecht gesegelt, ich habe einen langen Fußmarsch vor mir. Schlecht. Aber bei dem... Da. Ha? Bist du das, der da oben gelandet ist, oder was? Bei den Häusern? Ja, ich? Also, ich bin direkt am Ziel gelandet. Achso, ja. Ich habe gerade festgestellt, ich bin zu den falschen Häusern geflogen. Okay. Ja, egal. Dann heißt das, ich nehme einfach meine Beine in die Hand und... So, ich habe einen Helm Stufe 2 gefunden. Yay! Was kommt davon, wenn man nicht aufpasst? Warte schon wieder mit deinen Gedanken. Beim Zucker. Wo? Beim Zucker? Ja. Beim Zuckerrohr. Oh yeah. Und wird das ein leckeres Zucker? Ah nee, ich lasse das. Das wird böse. Du bist immer böse. Caro, ich habe von einer Meisterin gelernt. Oh, danke. Sag mal so, ob das ein leckeres Zuckerrohr ist, das weiß ich nicht, aber. Bin in der Lein. So nebenbei. Ach, wir sind Grenzregion Line, das ist sehr gut. Wollte ich mal erwähnen. Halt, wer hier? Ach so, Caro ist drüben. Nee, Snack ist drüben. Nein, ich bin drüben. Nee, nebenan meinte ich Snack gerade. Snack ist nebenan bei mir. Richtig. Büsse. Angst. Zweifachsucher. Polo. Warst du auch schon oben drin, ja? Yep. Du bist in dem Haus, dann gehe ich ein zweiter. Nee, Snack, du kommst bitte bei mir trotzdem einmal rein. Warum, was gibt's denn da? Militärweste Stufe 1. Oh, ich habe eine Zweier. Ich komme jetzt dann gleich zu euch runter. Okay. Hier liegt Munition, die ich brauchen kann. Wow, okay, kein Rucksack. Wie viel hast du da drüben noch zu Lütchen? Bin gleich fertig. Okay. Warum? Ja, das war uns neues Ziel hinsetzen, ne? Ja. Hi. Hier liegt ein Rucksack. Wo liegt dein Rucksack? Nehmen schon mal kurz. Liegt irgendwas Interessantes bei dir, Caro? Nein. Aber ich habe 3 Erste-Hilfe-Koffer, aber keinen Rucksack, also kriegt ihr jeder jetzt einen Koffer. Ah, ja. Da bist ja, oder ich nehme, ja, das wäre doch gut. Dann komm ich gebe dann gleich, ja? Ja. Weil, ohne Rucksack. Ist das sehr platznehmend. Ja, bitteschön. Ab. Okay. Oh, Lamour, Lamour. Wie wär's, gehen wir noch nach Gatka rüber? Die Zeit hätten wir noch. Lamour ist so nett. Auch einen Rucksack. Was für eine Waffe hast du, Caro? Du hast rot. Dann bleib mal stehen, bitte. Denn dann habe ich einmal für dich die Kugelups. Und habe einmal Schrotpatronen für dich. Aber gehen wir trotzdem noch nach Gatka rüber. Würde ich sagen. Ja, passt. Weil die Zeit haben wir noch und...
Die Zone verkleinert sich ja nur leicht. Naja, ich denke mir einfach, es ist gescheiter, wenn wir... Oh, hier gibt es einen El Bagus. Ach nein, lass den Buggy Buggy sein. Ich habe Angst vor Buggys. Nicht so schlimm. Lass das nicht gehen. Was hast du gefunden, KK, in Zweifachsuche? Ein Zweifach Scorpio. Ich habe auch ein Vierfach gefunden. Okay. Ich habe nur 30 also, Schuss in meiner SKL, mehr habe ich nicht. Ich habe noch gar keine Langwaffe. Hätte ich was gefunden, hätte ich geschrien. Ich bin noch kurz bestückt. Aber kurze Waffen sind auch gute Waffen. Mhm. Ah, ein Helm wenigstens. So, wer geht wo rein? Ich komme gleich wieder, ich will nur was gucken. Wo ist da der Eingang? Juhu, eine Scout, hier gibt's einen Rucksack, Caro. Ja, ich muss erst einmal den Eingang finden. Okay, hier ist ein Dacia. Ist noch nicht benutzt, Richtung Osten ausgelagert. Erstmal, da packen wir erstmal den Zweifachsucher drauf. Den Vierfach heben wir uns nochmal ein bisschen auf. Noch bin ich hier in der Häuserregion. Na, guck mal an. Da gibt's eine Schrotze. Die nehmen wir auch erstmal mit. Und eine Militärweste 1 gibt's hier oben auch. Da ist schon wieder ein Koffer. Caro, bei mir ist ein Rucksack 1. Ja. Danke. Bitte. Und Kelke, hier gibt's einen vertikalen Griff für deine Waffe. Dann komme ich mal auf dem Dach. Dann komme ich mal zu dir rüber. Ich bin da. Ja, oben auf dem Dach. Braucht noch jemand einen Zweier-Rucksack? Bei mir liegt ein Zweier-Rucksack. Snack, nimm du erstmal den Zweier-Rucksack, würde ich sagen. Oben. Ja, ich sehe hier gerade nur Schrotpatronen rumliegen, da wollte ich mir noch welche mitnehmen. Ja, ich wollte das da unten gleich aufheben. Ich hatte noch keinen Rucksack, ne? So. Was? Ups, warte, ich gehe runter, sofort. Das ist ja wie beim Shoppen, alle stehen im Weg. Ich kann gar nichts machen. Wir hängen. Ja, kannst du dich ducken? Kannst du springen? Nein, ich kann mich nicht hinlegen, ich kann mich nicht ducken. Jetzt hänge ich. Jetzt bin ich down. Ich komme. Was? Wobei, Caro, ja, kannst du schnell? Ja. Gibt's denn das jetzt? Das nennt man Bago. Yep. Das nervt. Hast du den Koffer aufgehoben? Der hier unten lag, ja. Passt. Sorry, ich wollte das nicht. Nee. Dafür brauchst du dich doch nicht zu entschuldigen, Caro. Das ist jetzt blöd gelaufen, ganz einfach. War total. So, da ist der Rucksack. In meinem Haus ist noch ein Rucksackstufe 2 drin und ich habe schon Rucksackstufe 3 mir geschnappt. Na, einen Zweier haben wir jetzt. Habt jetzt schon alles gelootet? Nein. Ich bin jetzt hier. Ach Gott. Caro, hier gibt's eine AK. Oder willst du nicht? Bei irgendwas brauche ich. Naja, ich frage nur. Ne? Du schon eine Langwaffe? Ja, ich habe schon eine AK. Wo ist eine AK? Wo bist denn du da drin? Und ein Mündungsdämpfer liegt hier hinten im Zimmer. Hier vorne liegt die AK bei dem Rucksack. Wow, was für Glück haben wir heute hier schon. Und das hinten in dem Zimmer liegt ein Mündungsdämpfer. Gott, danke. Ah, zumindest eine Uzi, das hilft doch auch schon mal Leuten. Und hier gibt es die Kugellupe. Und das war's. Ich bin nicht doof. So, jetzt muss ich leider den Energy Drink reinhauen, dass ich mich komplett pushen kann. Und dann wie gesagt, es tut mir leid. Nein, das hat nichts damit zu tun. Wie gesagt, Caro, das war nicht deine Schuld, das war das Spiel. Das war jetzt leider... Ah, perfekto mundo.
Lassen. Ich habe mir nur die zweite Langwaffe geholt, die Scar, die da rumlag. Okay. Jetzt habe ich eine für den Nahkampf. Weiß ich nicht. Schauen wir schnell rein, noch die Zeit müssen wir... Oh, die Linie kommt. Wir müssen uns auf jeden Fall schnell machen. Alternativ nehmen wir den Dacia, der hier steht. Was ist denn das hier? Bindungsdack. MG. Also bei mir hängt das heute total. Irgendwas hat's da. Spieler! Richtung 345 bei meiner Position. Ja, aber wir sollten jetzt Richtung Lein laufen. Okay, okay. Okay. Nee, ich wollte nur vorwarnen. Das heißt, wir kriegen höchstwahrscheinlich gleich Besuch. Ja. Aber die Lein ist schon sehr nah. Muss man leider auch wieder sagen, ne? Ja. Jetzt muss ich nur wieder zuschauen, dass ich einen vertikalen Griff auch für die Scar kriege. Ich habe einen in der Tasche. Ah, cool. Da sieht die Welt ja gleich anders aus. Hat jemand noch für eine MG irgendwie ein Bindungsdämpfer noch über? Nein, sorry. Gar nicht aufgehoben, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nur so meine... Ruhe? Fahrzeug? Vorbeigefahren. Das war höchstwahrscheinlich mein... Die Linie ist da, die Linie ist da. Oh, wir sind ein bisschen voneinander abgeschieden gerade. Wo bist du? Er ist am Arsch der Welt. Ach Gott. Nicht so schlimm. Bin gleich bei euch. Gott ja. Ah ja, das läuft sich vielleicht auf die Militärbase aus. Hundertprozentig. Dann sollten wir uns auch in die Richtung begeben. Wollt ihr dann hierher kommen, bei diesen Häusern? Ja, dann kommen wir zu dir, würde ich sagen. Ich habe auf jeden Fall nochmal einen Zweifachsucher, Caro. Perfekt, den brauche ich. Ja, schon wieder im Fahrzeug. Ich auch. Die fahren hier zu mir. Zu dir? Hab einen down, zweiter down. Beide getötet? Beide getötet. Waren das nur zwei? Ja. Das waren nur zwei. Cool. Oh Gott, vier Versucher? Ja, ich schau mal, ich schau mal mit, ja? Yep. SC2, M16 will ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Welche hat die? 556er, ich brauche hier drin. 556er, perfekt. Perfekt. Haben wir zwei ausgenutzt. MG Schalldämpfer, perfekt. Nehme ich dich noch mit? Nehme ich dich noch mit? Gut. Oh, was ist denn hier los gerade? Was denn? Leute, wir müssen los. Okay, passt. Puh. Hast du gut gemacht, KK. Ja, die sind direkt an meiner Tür angehalten. Ja, ich wollte sie gerade flankieren. Ich habe erst gedacht, die fahren auf euch zu. Guck mal an, Keke hat einen Popschi-Schutz. Der hat mich geschützt gerade. Ah ja, Leute, ich habe mal eine Frage. Ja? Stube. Also Wohnzimmer, wie heißt das denn eigentlich auf Österreichisch?
Was? Wohnzimmer. Das Wohnzimmer. Wohnzimmer. Ich hab gedacht, ihr hättet irgendwie einen komischen Begriff dafür. Ah. Wieso? Ja? Stube ist doch schon deutsch genug, oder? Ich hab gedacht, da gibt's irgendwie ein österreichisches irgendwas. Naja, Wohnzimmer ist hochdeutsch. Stube ist so deutsch. Okay. Sagen wir es mal so. Oh, Sepp! Ging ja, in den unter 30 Bereich. Ja, den holen wir uns später. Na, what the fuck geht da ab hier? Der Seppel. Schnellwechselmagazin gibt's hier. Kann. Oh. Snake? Ja? Willst du das haben, das Schnellwechsel? Oh, wäre super, ne? Snake, kommst dann zu mir. Und Keke soll uns decken kurz. Was hattest du nochmal, den Griff vorne, ne? Den habe ich schon. Okay. Kannst du weghauen. Ja. Ich muss mal kurz auf die UMP mal kurz die Zweifachscope raufklatschen. Wo ist der Papa? Jetzt müssen wir mal hier unbedingt schauen bei der Scheune, da müssen wir aber aufpassen. Ich habe das jetzt nicht verstanden, Nicke. Warte mal, was bist du denn? Was? Ach, ist nur ein Stein. Oh. Ich hab die Zahnwasser von Papa benutzt. Okay. Ich habe zu viel Munition dabei. Ja, wie fährst du mit für die Scar? 190 für die AK und 150 für die... Also die Türen sind offen, ne? Ja. Na, ich bin nur leicht heute dabei. Perfekt. Ist perfekt. Ich hatte gerade ein erweitertes Schnellwechselmagazin, lag hier noch rum. So. Ja, das macht sich total auf die Millibase aus. Mhm. Das heißt, wir sollten jetzt schon anfangen, irgendwie versuchen, wenn wir nicht gerade über die Brücke wollen, punchen. Ja. Ist er? Mhm. Südosten. Für Nahkampf lasst mich ran. Ich habe einen Schalldämpfer auf meiner UMP. Naja. Ich hätte auch gerne einen Schalldämpfer, aber... Ja, leider habe ich habe nichts weiteres gefunden. Ich habe nur das Vierfachscope noch mit. Naja, wie gesagt, das habe ich beides. Was jetzt so wäre, vielleicht so ein Achtfachscope. Oh, na. Der ist doof. Der ist schon nicht schlecht, aber da musst du wirklich gute Entfernung haben. Das ist nur eine Schurze drinne, glaube ich, ja. Und eine Handfeuerwaffe. Wie gesagt, ich will nicht so viel Zeit verlieren, weil ich will lieber baden gehen. So. Das, was mich hier so kräftig stört, sind die ganzen Häuser. Du willst also nicht, dass die Nachbarn dich nackig baden sehen? Ich würde gerne, dass mich überhaupt keiner von den Idioten baden sieht. Weil in 50 Sekunden fängt nämlich das an und... Ja? Mhm. Das Einzige, was wir machen könnten, ist... ein bisschen schräg rüber. Das war, sind alle Türen zu. Ja. Den Braten traue ich hier aber nicht. Ich hab's nur erwähnt. Mhm. Jo. Mir ist es auch aufgefallen. Ich war auch kurz am Überlegen, nicht reinzuhüpfen, Mann. Okay. So. Spieler vor uns, 105 Meter anderes Ufer. Mhm. Willst du drauf schießen von hier?
Reiter liegt am Strand. Hit. 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 So, wir müssen rüber irgendwie. Was? Haben sich hinterm Stein verkrochen. Komm. Kann ich tauchen? D gedrückt halten, glaube ich, ne? Oder Leertaste. Jetzt tauche ich. Wie hast du das gemacht? D. Mit T. D. C. C, sag. C, achso. Und mit Leertaste nach oben, gut. Nein. Ja. Na, C, mit Leertaste kommst du auch hoch. So. Inderlein. Ja. Habe ich jetzt aus. Bin in der Line. Ja. Ich will auch ganz nah an der Line vorbeischwimmen. Wegen diesen scheiß Idioten. Hier an dem Felsen. Waren zwei Stück. Und die haben sich da noch nicht wegbewegt. Das heißt, die liegen hinter dem Felsen. Der Felsen, der am Strand ist, der weiter unten ist, auf meiner Position jetzt östlich, genau. Okay, Leute, wir müssen dann Richtung nördlich von Millie Base. Mhm. So, kannst du vorbei? Bist du vorbei, Snake? Na, na. Ich will auch nicht vorbei. Weil ich immer noch den, Felsen beobachte. Ah Gott, wir müssen aber dann gleich sputen. Ja, rennen müssen wir auf jeden Fall. Ach scheiße, das läuft dann auch genau dort hinaus, wo ich letztes Mal an der Millie Base gestorben bin. Kann gut möglich sein. Das Schlimme ist, ich habe die sich noch nicht wegbewegen sehen. Das heißt, die können da immer noch liegen und die sind wirklich schon weg. Ich glaube, die sind jetzt, die hauen gerade ab. Boah, ey, wir werden Damage kriegen. Habt ihr Energies? Einen. Das Team sofort gleich reinziehen. Ja, komm, lauf, 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 lauf. Komm. So, schlucken. Schlucken. Schlucken und rennen. Mehr kann man nicht machen. X rennen? Ja, na, sicherlich. Ich habe vorhin gerade noch jemanden auf dem Hügel gesehen. Ja, die sind vor uns, östliche Richtung. The line is coming, ne? Ja, leider. The line is coming, the line is coming, rennt so schnell. Bombe. So, die Line hat mich auch. Mich auch? Mich hat's down gemacht. Mich auch. Dein Scheißer. Ich bin tot. Einer down. So gut wie. Ich krieg ihn. Ich bin tot. Mist!
Sind wir alle tot? Ah ja. Yep. Warte mal, naja, liebe Leute. Ja, mir hat er auch geschrieben. Liebe Leute, das war's dann auch mit der aktuellen Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben für mehr Folgen. Battleground. Ja, bis dann wünsche ich euch alle gute Bye-Bye-Show. Leute, tschüss. Ciao. Ciao.